Die Lila Pause ist ein Klassiker aus den 90ern. Der wurde als Fitnessriegel mit Joghurt und Erdbeeren beworben. Dabei stecken weder Joghurt noch Erdbeeren drin. Und fit wird man davon schon gar nicht. Das ist ja pures Fett. Sebastian baut ihn nach und lässt dieses Lost Food wieder auferstehen. Yes. Ach, Mensch! Der Hit der 90er. Was waren das für schöne Zeiten? Ich kann mich noch genau zurückerinnern über die Lebensmittel, die damals bei uns zu Hause im Kühlschrank waren. Pfefferminzplättchen, aber auch so andere Sachen, die es heute gar nicht mehr gibt. Diese hier gibt's bei uns nicht mehr. Die haben wir in Griechenland besorgt. Und die heißt doch genau noch so. Super beliebt in den 90ern. Und unendliche Werbespots. Die Lila Pause ist in den 90ern ein absoluter Kassenschlager. Vor atemberaubender Alpenlandschaft bewirbt Milka einen leicht sportlichen Snack mit dem extra an gesunden Zutaten. Gute Luft hier oben. Den Schokoriegel gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Besonders beliebt die Variante mit Erdbeere. Schmeckt ja besser als Erdbeerjoghurt. Sport, Fitness, Joghurt, Früchte, Schokolade. Hast du den ganzen Riegel gegessen, konntest du gleich 2 Kilometer mehr rennen. Sebastian Lege packt aus. Ich kenne diesen Duft, ne? Das ist so original Erdbeere aus dem Reagenzglas. Oh. Die schönsten Pausen sind doch einfach nur lila. Die schmecken echt fies, ne? Ein bisschen Crisp, Joghurtpulver, viel Zucker und fertig ist der Fitnessriegel. Angeblich. Sebastian Lege studiert die Zutatenliste der lila Pause. Ich verstehe kein Griechisch. Das kriegen wir schon übersetzt. Wow. Milchschokolade mit Füllung, 44%, Puffreis und Erdbeergeschmack. Also Erdbeeren sind jetzt noch nicht drin vorgekommen. Zutaten, Zucker, Zutat Nummer 1. Dann Fette, bisschen Kakaobutter, Emulgatoren, Salz. Wo ist der Joghurt? Ha, da ist gar kein Joghurt drin. Aromen, Erdbeerpulver, 0,79%. Naja. Ist wenigstens ein bisschen Erdbeere drin. Die Lila Pause aus Griechenland ist sehr ähnlich zu dem Original, was wir noch kennen aus den 90ern. Und genau die machen wir jetzt nach. Die Lila Pause. Heute machen wir Pause in Lila. Ich finde das irgendwie witzig, ne? Ich meine, was hat man sich dabei gedacht, indem man das Produkt Lila Pause genannt hat? Okay, Milka, Lila, klar. Und in der Pause isst man dann einen Riegel? Das ist ja pures Fett. Sebastian Lege setzt Palmfett ein. Und davon nicht zu wenig. Gesättigte Fettsäuren können den Cholesterinspiegel erhöhen. Dann Butterreinfett. Warum hat man Butterreinfett genommen? Ja, Kakaobutter ist viel zu teuer. Und Butter ist vor der Tür. Die Kühe sind nebenan. Kakaobäume nicht. Bei 30 Grad lässt Sebastian Lege die Fette schmelzen. Die Grundlage der lila Pause. Jetzt kippen wir einfach alles oben drauf. Jetzt erstmal Zucker. Zucker ist reichlich enthalten. Er ist der erste Inhaltsstoff auf der Zutatenliste. In 100 Gramm lila Pause stecken 54 Gramm Zucker. Ja, es ist nichts anderes wie aufgeschlagenes Fett mit Zucker und Geschmack. Aber das für eine Pause? Damit man auch denkt, die lila Kuh sagt einem guten Tag in der Pause, Magermilchpulver. Magermilchpulver ist günstig und ersetzt teure Milch. Süßmolkenpulver ist eine beliebte Alternative zu noch mehr Zucker. Garantiert von Alpenmilch. Und der Klassiker Monodiglyceride. Hey, wo ist das eigentlich nicht drin? Mono- und Diglyceride binden die Masse. Maltodextrin dickt sie an.
Sebastian Lege fügt auch Zitronensäure hinzu. Also Zitronensäure wird dann auch genommen, wenn man ein sehr extrem süßes Produkt produziert, was aber doch nicht so süß schmecken soll, wo man aber den Zucker braucht für die Haltbarkeit. Im Joghurt-Schokoriegel fehlt Joghurt. Auch wenn das so ein Fitnessriegel ist, wo wir alle sagen, und Joghurt und Erdbeere, ich bin gut drauf. Nein, Joghurt-Aroma. In der Lila-Pause steckt kein frischer Joghurt, stattdessen Magermilch-Joghurt-Pulver. Es ist günstig, länger haltbar und besteht aus getrocknetem Joghurt mit wenig Fett. Joghurt oder Milchpulver sind für die Industrie super attraktiv, denn einerseits halten sie sich besonders lange und andererseits nehmen sie auch sehr wenig Platz weg im Lagerraum, dadurch, dass einfach das Wasser entzogen wurde. Und sie sind natürlich auch minderwertiger als frische Produkte. Und das spart natürlich bares Geld. So, ein bisschen Erdbeeraroma. Erdbeeren sind viel zu teuer. Und das schlagen wir auf und dann kommt die Erdbeere. Erdbeeraroma ist günstig und garantiert immer gleichen Geschmack. Bei 80 Grad aufgeschlagen bekommt die Masse eine joghurtartige Konsistenz. Erdbeerpulver verleiht der Creme die gewünschte rote Farbe und lässt sie fruchtig aussehen. Farben spielen eine wichtige Rolle und sie beeinflussen uns auch in unserem emotionalen Erleben. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie ein Produkt auszusehen hat, dass es eine gewisse Frische suggeriert. Wir reden davon, dass Konsumenten geprimed werden, also sozusagen, dass sie sich einbilden, dass etwas besser letztlich schmeckt, als es tatsächlich schmeckt. Und eine solche Farbe kann da Menschen beeinflussen. Hier ist sie. Sieht aus wie Erdbeerjoghurt, oder? Jetzt füllen wir das hier ein. Der wird kaltgestellt. Und jetzt machen wir den Schokomantel. Damit die lila Pause auch so ein, ja, ich sag mal, so ein gewisses Mundgefühl ergibt, brauchen wir noch die kleinen Knusperstückchen. Die Rice Crisps. Die Crisps à la Milka bestehen aus 6 Zutaten. Reis und Weizenmehl bilden zusammen mit Wasser die Grundlage. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gerstenmalzextrakt. Gerstenmalzextrakt dient als Geschmacksverstärker. Salz rundet den Geschmack ab. Natron trägt dazu bei, dass die lila Pausefüllung luftig wird. Fertig. Geht ratzfatz. Spritzbeutel. Reinfüllen. Super einfach. Jetzt machen wir nur so kleine Tupfen hier hin. Da sind sie, meine kleinen Reis-Crisps. Die gehen in den Backofen und dann bauen wir den Riegel. Bei 100 Grad im Ofen gehen die Crisps auf. Haha, da sind sie. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die dünne Schokoladenschicht der lila Pause stellt Sebastian Lege aus Vollmilchschokolade und geschmolzenem Haselnuss-Nougat her. So, der Glanz, der stimmt. Immer gucken. Passt. Die geschmolzene Schokolade landet in originalgetreuen lila Pauseförmchen. Oh, ich liebe so süße Sachen. Das ist genau mein Fall. Es macht mir richtig viel Spaß gerade. Und damit es ein bisschen Textur gibt und wir denken, was für tolle Cerealien in der lila Pause. Hier. Die ausgebackenen Crisps sind knusprig. Sie geben dem Riegel den Crunch. Im Kern der lila Pause steckt die mit Erdbeerpulver gefärbte angebliche Joghurtmasse. Hier ist unser frischer Weideland-Joghurt mit pflückfrischen Erdbeeren. Sebastian Lege portioniert die Joghurtmasse in die Förmchen. Damit die Riegel verschlossen werden können, darf er nicht zu viel einfüllen. Und jetzt nur noch verschließen. Lila Pause hat einen Deckel. Die fertigen Riegel müssen jetzt im Kühlschrank aushärten. Huhu! Wenn das jetzt nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier ist die lila Pause. Boah, ist
ist und bleibt nicht mein Produkt. Also, nach so einer lila Pause brauchst du aber mehr als eine Sporteinheit. Die lila Pause. Ein gemogelter Erdbeer-Joghurt-Riegel der 90er Jahre. Mit etwas Erdbeer und Joghurtpulver.